Hallo, guten Abend. Ich freue mich, dass Sie zu einer weiteren Veranstaltung gekommen sind aus unserem Begleitprogramm zur aktuellen Sonderausstellung Filmtheater. Wir haben heute Alfons Maria Arns zu Gast, der uns was erzählen wird zu Kinoarchitektur in Geschichte und Gegenwart. Herr Arns ist Historiker, auch Filmhistoriker und beschäftigt sich eigentlich schon seit Jahrzehnten, darf ich das sagen, mit Immer mal wieder. immer mal wieder, immer kontinuierlich mit Filmgeschichte, aber insbesondere auch Kinoarchitektur, aber auch Filmarchitektur und ist einer der wenigen, die eben Kinogeschichte nicht nur als Filmgeschichte schreibt, sondern auch als Geschichte der Orte. Und das passt eigentlich sehr schön in unser Begleitprogramm. Wir haben, wenn es Ihnen gefallen hat, noch weitere, im nächsten Monat noch weitere Veranstaltungen, Diskussionen zur Programmkinoarbeit in Deutschland. Wir haben auch hier die Flyer draußen liegen. Und heute ganz sozusagen ganz hot off the press. Die DVD Frankfurter Filmtheater, eine Geschichte in Bildern. Das ist die Bilderschau, die auch oben in der Ausstellung läuft. Also wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie es auch auf DVD mit nach Hause nehmen. Vielleicht noch was zum. Die kostet 6,80 Euro? 6,80 Euro. Genau. Vielleicht noch was kurz zum Ablauf des Abends. Also Herr Arns wird uns zuerst einen sehr, sehr bilderreichen Vortrag geben und dann wird es den Film Memoirs of a Movie Palace geben, der heute von einer Digibeta gezeigt wird. Das ist das einzige noch vorhandene Material dieser Dokumentation, ist von dem Original 16 mm, das es nicht mehr gibt, haben wir sozusagen das Master, ist das richtig, das Digibeta Master. Am Anfang ist die Qualität ein bisschen dunkel, aber alles in allem hat sie eigentlich eine recht schöne Qualität, sodass ich denke, dass man damit ganz zufrieden sein kann. Nur so zu in Ihrer Information, was es für ein Material ist, was wir heute zeigen. Die dauert 43 Minuten. Das heißt, wir haben ein Programm heute Abend von so 1,5 bis 2 Stunden, je nachdem, wie viele Fragen Sie noch an Herrn Arns haben. Und ich würde sagen, wir haben den Vortrag und dann den Film. Und wenn Sie danach noch Lust haben, steht Herr Arns sicherlich noch zur Verfügung. Okay, dann viel Spaß. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen im Kino. Das könnte nicht besser passen vom Ort. Vielen Dank, Frau Haller, erstmal für die Vorstellung und auch für die Einladung heute Abend. Ja, ich fange an. Meine Damen und Herren, es ist schon erstaunlich, wie oft seit den 50er Jahren, 1950er Jahren, die Krise des Kinos, ja mit dem Begriff des Kinosterbens sogar sein Ende ausgerufen worden ist. Erst wegen der Medienkonkurrenz des Fernsehens, dann als Folge von VHS, dem Video Home System, und DVD und schließlich des Internets. Und doch hat sich das Kino als ein genuin städtischer Ort mit Hilfe vielfältigster Überlebensstrategien gegen diese Privatisierungstendenzen immer wieder neu behaupten können. Erst kürzlich war in der Süddeutschen Zeitung als Thema des Tages, es war Mitte Oktober 2014, eine ganze Seite der momentanen Kinosituation in München gewidmet, mit der durchaus ermutigenden Bilanz einzelner Neueröffnungen im Umland. Als Beispiel wurde das Cineplex in Neufahrn bei Freising genannt mit 16 Sälen. Aber natürlich auch der eines erheblichen Schrumpfungsprozesses im Verlaufe der Jahrzehnte. So gab es in der Blütezeit des Kinos, den 50er Jahren, 130 Filmsäle in der Stadt München, die mit der Zwischenstation 1966 mit 78 Sälen heute bei der Zahl 30 angelangt ist. Die Kraft des Kinos im Spannungsfeld von Leben und Tod, so könnte man schlussfolgern, liegt vermutlich gerade in der Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Herausforderungen, Bedrohungen und Bedürfnisse. Exakt diese magische Kraft strahlen meiner Ansicht nach die eindrucksvollen Kinofotografien ehemaliger amerikanischer Filmpaläste aus, die die beiden französischen Fotografen Yves Marchand und Romain Maffre in ihrer zurzeit hier im Hause laufenden Ausstellung mit dem schlichten Titel Filmtheater präsentieren. Denn noch im gleichermaßen deprimierenden wie ernüchternden Anblick des Verfalls bzw. der Umnutzung spürt man die Energie des Kinos, die auf ganz besondere Weise mit der spezifischen Raumgestaltung verbunden ist.
Was also wie ein, Zitat, Abgesang auf die große Zeit der Lichtspielhäuser in Farbe und im wandfüllenden Format erscheinen könnte, wie Freddy Langer in seiner Ausstellungskritik in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben hat, erweist sich angesichts eines noch erhaltenen Restes von Glanz im Gegenteil als aufrüttelndes Plädoyer für die Zukunft des Kinos. Wie zum Beweis dafür wurde erst vorletzte Woche in Brooklyn, New York, das 1929 als Kombination aus Lichtspielpalast und Vaudeville-Theater im Stile des französischen Barock und des Art Deco gebaute Loew's King's Theater mit seinen damals 3680 Plätzen nach einer umfassenden Sanierung wiedereröffnet. Jenes Filmtheater übrigens, das gleich im Anschluss an diesen Vortrag im Zentrum des Dokumentarfilms Memoirs of a Movie Palace von Christian Blackwood steht. Die Wiedergeburt eines bedeutenden Traumpalastes der Kinoarchitekten Rapp & Rapp erinnert den Frankfurter Architekturkritiker Dieter Bartetzko daran, dass seinerzeit das Kino neben dem Fabrikbau als neue Bauaufgabe des frühen 20. Jahrhunderts, ich zitiere, eine ebenso wichtige architektonische Herausforderung war wie der Fabrikbau. Von Erich Mendelssohn über Hans Pölzig bis zu Adolf Loos, Mies van der Rohe oder Frank Lloyd Wright war sich kein namhafter Architekt der klassischen Moderne zu schade, Traumpaläste zu bauen oder wenigstens zu zeichnen. In ihnen konnte und sollte sich ungehemmt entfalten, was man sich sonst versagte. Opulenz, Verschwendung, glanzvolle Effekte, überwältigende Dekoration. Soweit Dieter Bartetzko. Deutschland hatte in dieser Hinsicht sogar eine Vorreiterrolle inne, doch davon gleich mehr. Wegen der begrenzten Zeit kann ich Ihnen hier und heute nur einige grundlegende Bemerkungen und ausgewählte Beispiele von Kinoarchitekturen in Geschichte und Gegenwart präsentieren und das auch nur in Bezug auf sogenannte Großkinos. Dabei konzentriere ich mich vor allem auf die Entwicklung in Deutschland mit einem nur kursorischen Ausblick in die USA. Es scheint keine Frage mehr zu sein, dass Kino als ästhetische Einheit von Innenraumgestaltung und städtischem Ort mit unverwechselbarer Außenwirkung, insbesondere als ein Solitär mit einem großen Saal, ist wieder im Kommen. Nach zwei Dekaden des doch eher gesichtslosen, rein funktional-technischen Baus von Multiplex-Kinos in den 1980er und 90er Jahren. Ich denke da an die Astor Film Lounge Premium Kinos der letzten Jahre in Berlin, München, Köln und Frankfurt, das Astor Grand Cinema in Hannover oder an den 2014 wiedereröffneten, restaurierten Berliner Zoopalast des Betreibers Hans-Joachim Flebbe. Nur als Zwischenbemerkung, Sie können sich vorstellen, welche Ironie darin steckt, dass der Mann, der natürlich neben anderen mit seinen Cinemax-Kinos die Multiplex-Kinos nach Deutschland holte, nunmehr einzelne alte Filmtheater zu Luxus-Kinos umbaut. Erst am letzten Wochenende beispielsweise eröffnete auch im oberhessischen Nidda wieder ein neues Lichtspielhaus unter dem Namen Lumos, Lichtspiel und Lounge. Ein Gebäudekomplex mit 5 Sälen und fast 600 Plätzen. War das Kino lange Zeit nur noch eine Abspielstätte, fixiert auf die Filme selbst und ihre Programmierung, so änderte sich dies bereits Anfang der 90er Jahre mit den Multiplex-Kinos und dem damit verbundenen Mehr an komfortablen Sitzmöglichkeiten, verbesserten Sichtverhältnissen, größeren Leinwänden und stadträumlicher Präsenz. Parallel dazu hat der Blick in und der Rückgriff auf die Geschichte der Kinos und eben nicht nur der Filme seine ganze Dynamik entfaltet, wie man nicht zuletzt an den sich seitdem häufenden Publikationen über einzelne Kinobauten, die Kinoentwicklung einzelner Städte oder auch über spezielle Kinoarchitekten ablesen kann. Immer öfter stand dabei nicht nur die unternehmens- und ortsgeschichtliche Dimension im Vordergrund, sondern ebenso die architektonische Gestaltung. Ein Beleg für die Renaissance des Kinos ist auch die regelmäßige Fotostrecke, nur als Beispiel, in dem österreichischen Filmmagazin Ray, wo Monat für Monat mit Innen- und Außenaufnahmen einzelner Filmtheater unter der Rubrik Orte des Kinos eine Doppelseite zur Verfügung gestellt wird. Das ist so einer der letzten Titel, die jetzt erschienen sind, 2015.
In diesem Zusammenhang, also der Publikation und der Bemühungen sozusagen um die Kinogeschichte, möchte ich gerne die künstlerische Fotografin Silvia Ballhauser erwähnen, die nun schon seit vielen Jahren im Rahmen ihres Langzeitprojekts Kinoräume, Orte für den Film, die auf ihrer Website auch nachzusehen sind, erhaltene schöne Kinosäle in Deutschland und Europa mit Langzeitbelichtung und im Großformat aufnimmt. Anders als Marchand und Meffre setzt Ballhauser auf ein dokumentarisches, gleichfalls streng achsensymmetrisches Abbild noch intakter Zuschauerseele, auch von kleineren, unbekannteren Filmtheatern. Bereits vor Jahren konnte Silvia Ballhauser hier im Filmmuseum einige dieser Fotos präsentieren. Auch die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, e.V., kurz SPIO genannt, mag da wohl nicht zurückstehen und ruft in ihrer neuen Broschüre vom November 2014 Deutschland als Kinoland aus. Ich zitiere: Im Jahr 2013 zählten die deutschen Kinos fast 130 Millionen Zuschauer, über ein Viertel in Vorführungen deutscher Filme. In über 1600 verschiedenen Spielstätten, in der Stadt und auf dem Land, in Multiplex- und Programmkinos haben die Zuschauer zusammen mehr als 1 Milliarde Euro ausgegeben, um Kino zu erleben. Der kulturelle Erlebnisraum Kino belebt als soziale Versammlungsstätte, Innenstädte und Regionen, erreicht generationenübergreifend in Deutschland so viele Menschen wie kein anderes Kulturangebot und beugt der digitalen Vereinsamung vor. Deutschland ist eine Kinonation. In den Filmfeuilletons und in der Filmwissenschaft ist der Niedergang des Kinos als öffentlicher Ort schon ziemlich oft beklagt worden. Zuletzt etwa von Lars-Henrik Gass in seinem Buch Film und Kunst nach dem Kino. Mit der Privatisierung des Filmkonsums als dem Gegenteil von Kino. Gass mahnt, Zitat, wenn das Kino als Raum verschwindet, so bedeutet das weitaus mehr als den Niedergang eines Auswertungsorts von Film. Es ist das Verschwinden des Kollektivs und einer Wahrnehmungsform. Die einzige Chance für das Kino sieht Gass in einem, Zitat, temporären Museum der bewegten Bilder, einem Museum des künstlerischen Films, der sozialen und intellektuellen Interaktion. Das Kino wird nur als Museum überleben können. Zitat Ende. Angesichts neuerer Entwicklungen in der Kinobranche scheint es jedoch, so finde ich, dass dieser rigorose Pessimismus nicht angebracht ist. Man muss sich eben nur an die Geschichte und insbesondere die Anfänge der Filmtheater erinnern, als diese nämlich noch eine untrennbare Einheit von städtischem Genius Loci, atmosphärischem Innenraum und attraktiver Außenfassade bildeten. Um 1900 als architektonische Bauaufgabe dem jahrhundertealten Vorbild des Theaters bzw. der Oper, hier ein Beispiel aus Frankfurt, was Anfang des 1905 gebaut wurde, aber dann 1923 oder 25 als Kino benutzt wurde, aber natürlich auch den Lichtmedien des 19. Jahrhunderts, Panorama, Diorama und Laterna Magica entsprungen, bildete sich nach und nach, der Entwicklung des universellen Mediums Film auf dem Fuße folgend, eine spezifische Kinoarchitektur heraus, die die Anziehungskraft des Leinwandgeschehens, die Lichtspiele, in die Attraktion, von Innen- wie Außengestaltung eines Hauses für den Film übersetzte. Es war Walter Benjamin gewesen, der in seinem zwischen 1927 und 1940 erstandenen Passagenwerk einer nur fragmentgebliebenen materialistischen Physiognomik des sich industrialisierenden 19. Jahrhunderts in Bezug auf jene Bauaufgaben, die sämtlich kollektive Anliegen zu ihrem Gegenstande haben, von Traumhäusern des Kollektivs gesprochen hat. Er zählte dazu Bahnhöfe, Fabriken, Warenhäuser, Ausstellungshallen und Museen ebenso wie Passagen, Wintergärten, Wachsfigurenkabinette, Casinos und eben Panoramen. Folgt man dem dabei zugrunde liegenden Gedanken von Siegfried Gedeon, dass jede Zeit ihrer inneren Einstellung nach ein bestimmtes Bauproblem besonders entwickelt, dann sind die entstehenden Häuser für kinematografische Lichtspiele zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Spannungsfeld von Tradition und Moderne eine solche filmindustrielle wie filmkulturelle Bauaufgabe. Und es scheint mir legitim, sie einzureihen in den metaphorischen Begriffs- und Erkenntniszusammenhang der Traumhäuser des Kollektivs 20. und vielleicht auch des 21. Jahrhunderts. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg, etwa um die gleiche Zeit wie in Deutschland, entstanden auch in den USA nach den Nickel-Odeons, bei uns hießen sie etwa die Ladenkinos, etwa ab 1910 erstmals nur für Zwecke des Kinos erbaute Filmtheater. Der Trend zu längeren Spielfilmen, den sogenannten Features, erforderte besser ausgestattete und vor allem größere Movie-Theaters.
So eröffneten zum Beispiel im Jahr 1910 das Prince's Theater in Milwaukee und das Clune Theater in Los Angeles ihre Pforten mit jeweils 900 Sitzen. Im Jahre 1913 erreichte dieser Trend auch die Ostküste, als in New York am Central Park der erste luxuriöse Kinopalast, das Regent Theater, eröffnete mit 1900 Plätzen. Hier nochmal eine Ansicht. Das ist natürlich nicht aus dem Jahr 1913, aber das Gebäude stammt daher, aber es ist aus den 80er Jahren, wie das aussieht. Noch ein paar andere Beispiele. Zwischen 1913 und 1920 entwickelten sich New York und Chicago zu Zentren des Filmtheaterbaus mit Häusern zwischen 2500 bis 5000 Plätzen. Hier nochmal ein anderes Beispiel. So sieht das in neuerer Zeit aus. Die goldene Zeit der Filmpaläste begann aber erst so richtig nach dem Ersten Weltkrieg, als die Zahl der Großkinos in die Höhe schnellte, ein Boom, der bis zum Kriegsjahr 1939 andauern sollte. Auch wenn sie sich in den Metropolen wie New York, Chicago und Los Angeles konzentrierten, so hatten doch auch mittelgroße Städte wie Seattle, San Francisco, Denver und Minneapolis mindestens 10 Exemplare dieser luxuriösen Kategorie. Es war das erklärte Ziel, Filmpaläste für alle Zuschauerschichten, ob arm oder reich, zu entwerfen. Bereits im Foyer und erst recht im Zuschauerraum sollte der Besucher in die illusionäre Traumwelt des Films versetzt werden, weshalb die verschiedenen Filmkulissen mit dem Luxus des Schönen, Reichen und Exotischen in Design und Architektur ihre Fortsetzung fanden. Der Ausbruch des Chefs eines der größten amerikanischen Kinoimperien, Metro-Goldwyn-Mayer, Markus Löw, wir verkaufen Eintrittskarten für Filmtheater, nicht für Filme, erhält genau dadurch seinen Sinn. Im Gegensatz etwa zu deutschen Großkinos wurden die Zuschauer nicht mit Hilfe einer eher sparsamen lichtarchitektonischen Innenraumdekoration wie eine erwartungsvolle Gemeinde auf die Leinwand orientiert, sondern sie waren bereits vor dem Film Mitspieler in der gewissermaßen aus der Leinwand heraustretenden Kulisse der Traumwelt des Films. Ein gemeinsames Merkmal aller amerikanischen Filmpaläste sind die sogenannten Box Offices, jene Kassenhäuschen, die bereits im Eingangsbereich platziert potenzielle Kinobesucher von der Straße weglocken sollen. In Bezug auf die Architektur haben sich in den USA zwei grundlegende miteinander konkurrierende Stile herausgebildet, die Standard- oder Hardtop-Richtung als eine eklektizistische Version von Opernhäusern und Vaudeville-Theatern, vertreten durch den Architekten Thomas Lamb, und die sogenannten Atmosphere-Theaters des Architekten John Everson, mit exotistischen, dreidimensional plastischen Nachahmungen italienischer Gärten, ägyptischer Tempel, spanischer Innenhöfe oder persischen Palästen. Architekten wie die Brüder Rapp, Benjamin Marcus Preteker oder Charles Lee fungierten als Mittler zwischen diesen beiden Extremen. Den Höhepunkt, nicht nur in Bezug auf die Sitzplatzzahl, bildet im Jahr 1927 das legendäre Roxy, das ist ein anderes, das ist aber so ähnlich, ich habe kein schönes Foto gefunden dafür, ist aber durchaus ähnlich so groß, mit 6.200 Plätzen, weshalb man das Haus des Kinounternehmers Samuel Lionel Rutherford, genannt Roxy, auch als Kathedrale des Kinos bezeichnete. Hier nochmal ein Beispiel für ein Atmosphere-Theater, das Fox-Theater in Atlanta, mit Kulissen, die sozusagen in den Zuschauerreihen hineinragen. In Deutschland war es insbesondere Berlin, und auf diese Stadt werde ich mich in meinem Vortrag im Wesentlichen beschränken, wo man zuerst damit begann, große bestehende Saalbauten für die Projektion von Filmen umzubauen oder geräumige Lichtspieltheater gleich in Geschäftshäusern mit einzuplanen. Dies war notwendig geworden, weil im Wettbewerb der Filmbranche neue, größere und auch besser zahlende Publikumsschichten für das Kino gewonnen werden sollten. Das frühere Ladenkino wandelte sich zum Kinopalast und sollte vor allem vornehm werden. Der erste Schritt zu monumental gedachten Filmtheatern, so der Verfasser dieses Buchs eben, Hans Schliepmann, das war der Schriftleiter der Berliner Architekturwelt in der Zeit, der ersten Publikation zur Kinoarchitektur in Deutschland, wurde im Jahre 1910, das ist hier das Kino, mit dem Umbau des sogenannten Mozartsaals im neuen Schauspielhaus am Nollendorfplatz vollzogen. Aus einem großen Konzertsaal wurde ein Lichtspieltheater mit ca. 1000 Sitzplätzen und differenziert gestaffelten Preisgruppen. In kurzen Abständen folgten als weitere Großkinos die Kammerlichtspiele 1911-12, Potsdamer Platz, die UT-Lichtspiele im Bavaria-Haus mit 775 Plätzen, die Lichtspiele Wittelsbach in Wilmersdorf, 630 Plätze,
So wie die Marmorhaus, Lichtspiele, das ist nochmal eine Innenaufnahme, Theatermasken. Die Marmorhaus Lichtspiele 1912, 13 am Kurfürstendamm mit ebenfalls 630 Plätzen. Den Höhepunkt dieser Ausformung des Kinos hin zum großen Lichtspieltheater vor dem Ersten Weltkrieg bildete jedoch das am 19. März 1913 eröffnete Tschines Theater am Berliner Nollendorfplatz, geplant von dem Theaterbauarchitekten Oskar Kaufmann. Zum ersten Mal in Deutschland entstand hier nämlich ein nur für die Belange des Kinos konzipierter, freistehender, solitärer Bau mit ca. 680 Plätzen, der das Publikum vor allem mit Monumentalfilmen der italienischen Cines-Gesellschaft, daher der Name, wie Quo Vadis 1913 und Cabiria 1914 anlocken wollte. Der schlichte graue Kubus mit seinem grünen, zweifach abgewalmten Mansarddach, Sie haben es am Anfang eben gesehen, das war das Eröffnungsbild, und dem festlich intimen Interieur eines barocken Logentheaters erschien den Zeitgenossen wie eine etwas unheimliche Mischung aus sumerischem Tempel und barockem Schlösschen. Dabei machte das Haus ohne Fenster, so eine Kritik, nur unmissverständlich nach außen hin klar, welche dunkle Funktion ihm zugedacht war. Der Erste Weltkrieg unterbrach natürlich vor allem in Deutschland diese bauliche Entwicklung, brachte aber auf der anderen Seite zwischen Kriegsbeginn 1914 und Inflation 1923 eine ganze Reihe von Entwürfen nur fantasierter, imaginärer Kinos hervor. Ich nenne die Namen Bruno Taut, Wassily Lukács und Hans Scharoun. Für die beispielhaft die Aquarelle des Architekten Hans Scharoun mit dem Titel Kino 1 bis 5 stehen können, entstanden um 1922-23. Ich zeige hier jetzt zwei Stück von den Entwürfen. Das ist der eine und das ist der Nummer 5. Scharouns Varianten eines freistehenden Lichtspieltheaters vermeiden bewusst die gerade Linie und stehen natürlich ganz im zeitgenössischen Trends schwungvoll kurvigen, organischen Bauens. Sie lassen ein hungriges Wesen zwischen Tier und Pflanze denken mit einem als gefräßigen Maul gestalteten Portal. In einem Brief an den Architekturkritiker Adolf Behnel hat Scharoun denn auch in Bezug auf das Lichtspieltheaterwesen von Kinoverdauung gesprochen. Im Nachhinein wirken diese und andere Architekturfantasien wie der Startschuss für einen regelrechten Boom des Baus von Filmtheatern und Kinopalästen in den 20er Jahren. Die Kriegs-, Revolutions- und Inflationsjahre hatten ein Vakuum hinterlassen, das nun schnell gefüllt werden musste. Das Vorbild waren jetzt wieder die USA, wo zwischenzeitlich viele neue Filmpaläste entstanden waren. Allerdings weniger in stilistischer Hinsicht, sondern in Bezug auf die Eigenständigkeit der Bauaufgabe, Größe und Komfort. Ein witziger Artikel des seinerzeit sehr bekannten und beliebten Berliner Kinodirektors Hans Brodnitz, unter anderem Leiter des Kinos Mozartsaal, der Kinos am Nollendorfplatz, Marmorhaus, Kapitol und Phoebuspalast, mit der Überschrift „Das ideale Kino aus dem Jahre 1923“, ist ein präziser Ausdruck dieser Situation. Ich zitiere ein wenig länger daraus. Hans Brodnitz: „Die Flegeljahre des Kinos, mit der Atmosphäre schlecht gelüfteter Straßenbahnwagen, mit den obligaten Flöhen im Polster, dem Halstuch der kragenfeindlichen Besucher, dem die Kusssalven übertönenden Besucher und dem schluchzenden Harmonium sind unwiederbringlich dahin. Das Programm wechselt nicht mehr dienstags und freitags und die ganze Zunft ist nicht mehr eine einzige Witzblattfamilie. Allerdings ist man immer noch im Vergleich zu Amerika entsetzlich primitiv. Dort hat man es zum Beispiel im New Yorker 3.500 Plätze fassenden Kapitoltheater bei einem Eintrittshöchstpreis von einem Dollar viel schöner. Eine elektrische Lichtanlage an den Kassenschaltern gibt eine genaue Übersicht, welche Plätze im Hause frei sind. Man braucht also nicht im Dustern nach einem Platz zu tappen und über eine Galerie von Schuhen zu stolpern. Der Film rollt hintereinander ohne irgendeine desillusionierende Pause ab. An jedem Platze ist ein Schokoladenautomat angebracht. Jeder Besucher bekommt bei heißer Witterung, Alkohol ist verboten, Eiswasser. Vor Beginn der Vorstellung werden alle nur denkbaren Beleuchtungseffekte im Zuschauerraum aufgeboten. Die Scheinwerfer wechseln dauernd die Farben. Dann spielt das voll befrackte, von drei sich abwechselnden Dirigenten geleitete Orchester etwa vier große Konzertstücke und der Mitwirkung der Riesenorgel, während das Haus verdunkelt ist und die Lichtkegel sich auf das Orchester konzentrieren. Es folgt auf der Bühne ein Ballett großen Stils. Eine Gesangsnummer. Jetzt erst beginnt der Film. Und bei uns?
Wir schubsen uns an der Kasse, boxen um einen Platz, haben immer eine aussichtsverdeckende Dame vor uns, die um keinen Preis ihr Hutgebirge abnimmt, sehen zwei öde Reklamefilme, unter Umständen eine Mesterwoche, einen einschläfernden Lehrfilm von der Herstellung der Bunzlauer Kaffeetassen, ein einaktiges Lustspiel, das fast immer Professor Y. Radelt heißt, und vom lebhaften Lärm des nunmehr endlich in Aktion tretenden Orchesters, das im Übrigen eine nie ermüdende Vorliebe für das Ave Maria hat, begleitet wird. Drei Akte des darauf folgenden Riesenbandwurms, genannt Monumentalfilm, sind Exposition. Erst im vierten Akt beginnt nach mehr als einstündigem Aufenthalt im Kino die Handlung. Bis dahin hat der Zuschauer nichts zu tun, als innerlich unaufhörlich zu rufen, nun los schon, soweit Brodnitz. Doch wie wäre nun laut Hans Brodnitz das ideale Kino, so der Titel, beschaffen? Ich zitiere noch eine kurze Passage. Die Antwort, das Kino, das Tempo, Fantasie, auch in der Reklame, Elan und Mut zu Tricks hat. Das Kino mit einer Musik, die allein für sich den Besuch lohnt. Das Kino, das nie einen schlechten Film spielt, auch wenn es ihn gratis bekommt. Das Kino, das endlich auch für Deutschland die großen amerikanischen Filme entdeckt, zu deren Ansicht man jetzt nach Wien, Prag oder Kopenhagen fahren muss. Das Kino, das völlig unabhängig keinem Konzern angehört und frei entscheiden kann, entscheiden kann, welchen Film und wie lange es ihn spielt. Soweit Brodnitz. Der Kinoboom setzte also auch in Deutschland ein. Aber im Gegensatz zu den USA oder Großbritannien bildete sich in den 20er Jahren eine spezifisch deutsche, so muss man sagen, in den Formen ausgesprochen reduzierte Kinoarchitektur heraus, die international, vor allem im England der 1930er Jahre, sehr wirkmächtig war. Während in der äußeren Gestaltung mit verschieden dimensionierten, rhythmisch angeordneten Baukörpern gearbeitet wird, die mittels einer raffinierten Beleuchtung insbesondere für die nächtliche Attraktion angelegt sind, zeigt sich in den Innenräumen die formende Kraft des Lichts und geschwungener Linienführung mit der weißen Leinwand, Sie sehen es auf diesem Cover, als magischem Fluchtpunkt. Die Leinwand als gestalterisches Kraftzentrum wird so zum Signum der Kinoarchitektur in Deutschland, die in ihrer funktionalen Strenge bis heute ihre Spuren hinterlässt. Im Begriff der Lichtarchitektur lassen sich die Bemühungen der Kinoarchitekten am besten zusammenfassen. Mit kompromissloser Konsequenz überführen sie die Materialität des noch stummen Films, das schwarz-weiße Spiel mit Licht und Schatten, in das verwandte Medium der Architektur, in visionäre Orte und Räume. Zahlreiche namhafte Architekten wie Hans Bölzig, Erich Mendelssohn und Bruno Taut, aber auch weniger bekannte Namen, wie, ich nenne sie jetzt einfach mal, weil sie sonst nie genannt werden, Max Bischoff, Fritz Block, Ernst Bode, Paul Darius, Rudolf Frenkel, Jakob Heilmann, Ernst Hochfeld, Jakob Körfer, Ernst Lessing, Friedrich Lipp, zum Teil auch Theaterbauspezialisten, Max Littmann, Heinrich Möller, Fritz Nathan, Gustav Neustadt, Martin Albrecht Punitzer und Fritz Wilms, der letzte, beteiligten sich mit unterschiedlichsten Lösungen an der neuen Bauaufgabe, die für sie ein besonders kreatives Experimentierfeld darstellte und schufen so eine vorbildhafte Architektur. Wie Peter Böger in seiner Studie Architektur der Lichtspieltheater in Berlin gezeigt hat, gelang damit zwischen 1924 und 1930 die weitgehende Ablösung vom Theaterbau und vor dem Hintergrund des neuen Bauens die Entstehung einer modernen, sich zwischen Expressionismus und neuer Sachlichkeit bewegenden Kinoarchitektur, oft in direkter Verbindung mit Geschäftshäusern. Pölzigs berühmtes Kapitol aus dem Jahre 1925 beispielsweise trat nach außen als integraler Bestandteil eines recht niedrig unauffälligen modernen Geschäftsgebäudekomplexes in Erscheinung. Der Zuschauerraum jedoch mit seinen 1300 Plätzen wirkte mit seinem oktogonalen Grundriss wie das Innere eines riesigen Kristalls, wodurch der Zuschauer noch vor Filmbeginn schon von der Raumstimmung her das Gefühl hatte, in eine andere, geheimnisvoll höhlenartige Welt einzutreten, die Welt des Films. Der Architekt Fritz Wilms wiederum dekorierte die Zuschauerräume seiner beiden riesigen Mercedes-Paläste, stehen beide nicht mehr, in der Utrechter Straße, das waren 2000 Plätze 1926, und der Hermannstraße 1927 mit 2500 Plätzen, mit runden, spitzzackigen und pflanzenartigen Stuckornamenten, während die Paläste in ihrer äußeren Gestalt wie mächtige Tempel wirkten, die es aus Ägypten, Assyrien oder Babylonien nach Berlin verschlagen hatte. Hier noch das zweite.
Das Atrium dagegen aus dem Jahr 1927 von dem Architekten Friedrich Lipp zauberte mit einer konvex geschwungenen Kreissegmentfassade das Bild einer antiken griechisch-römischen Arena herbei, in der bis zu 2000 Zuschauer Platz nehmen konnten. Dieselbe Platzzahl wurde 1928 im Titania-Palast in Berlin-Friedenau, heute Steglitz, der vor allem nachts mit seinen aufgetürmten kubischen Baumassen, den hohen vertikal strebenden Fensteröffnungen und dem markanten 30 Meter hohen Lichtturm wie ein monumentaler Kristall strahlte und das Publikum von weit her magisch anlocken sollte. Die gleißende Lichtarchitektur setzte sich im Zuschauerraum fort, in Gestalt einer raffinierten indirekten Beleuchtung der den Raum völlig dominierenden Rundbögen und Kurven. Wie ein riesiger Leuchtturm im Großstadtmeer Berlin sollte auch die sogenannte Lichtburg aus dem Jahr 1929 wirken, mit ihren 2300 Plätzen. Diese Funktion erfüllte ein Rundvorbau mit leuchtenden Opalglasfenstern als markanter vertikaler Point de vue inmitten eines fünfgeschossigen Langbaus. Als zusätzlicher Blickfang rotierten zu nächtlicher Stunde in dem Dachpavillon 3 Marinescheinwerfer, um potenziellen Kinogängern im Ozean der Stadt die Orientierung zu erleichtern. Der 1929 entstandene Roxy-Palast von Martin Pulitzer in Berlin-Friedenau hatte diese Lichtsignale nicht nötig. Allein die Fassadengliederung mit den betont horizontal laufenden Fensterbändern und den vertikal strebenden Glasflächen wurde zum Blickfang für Passanten. Und auch der 1100 Zuschauer fassende Kinosaal bestach nicht durch imponierende Dynamik, wie etwa beim Titania-Palast, sondern durch zurückhaltend dezente Form und Lichtgestaltung von Decke und Rang. Weitere herausragende Beispiele aus anderen Städten für eine moderne, dem Rationalismus verpflichtete Kinoarchitektur der späten 20er Jahre in Deutschland sind die Lichtburg in Essen, 2000 Plätze aus dem Jahr 1928, dies ist allerdings eine neuere Aufnahme, aber das ist restauriert worden und ist auch in Betrieb, in Essen die Lichtburg. Dann, der Uferpalast im sogenannten Deutschlandhaus in Hamburg aus dem Jahr 1929 von den Architekten Block und Hochfeld. Sie sehen links da den Schriftzug Uferpalast und natürlich den Kinosaal in dem Hof, in dem U-förmigen Grundstück. Und als letztes noch als Beispiel das Universum in Mannheim aus dem Jahr 1929 auch, 1200 Plätze von dem Architekten Fritz Nathan. Alle drei Filmpaläste sind, wie schon in den Anfängen des Lichtspieltheaterbaus, nicht zuletzt aus ökonomischen Gründen integrale Bestandteile eines Mehrzweckgebäudekomplexes mit zusätzlichen Ladengeschäften, Büros und Cafés und werden damit zu selbstverständlichen Bestandteilen urbanen Lebens im Kernbereich der Großstadt. An zwei gegensätzlichen Beispielen lässt sich anschaulich das ganze Spektrum deutscher Kinoarchitektur der 20er Jahre zwischen der Tradition des Theaters einerseits und der expressionistisch-neusachlichen Moderne andererseits aufzeigen. Nämlich zwischen dem im Januar 1926 eröffneten Gloria-Palast im Romanischen Haus in Charlottenburg von den Architekten Lessing und Bremer und dem 1928 eröffneten Universum von Erich Mendelssohn in Wilmersdorf. Während sich der Gloria-Palast als Teil des Romanischen Hauses nach außen als würdevoll sakraler, fast festungsartiger neoromanischer Bau gibt, entfaltet sich im Innern eine festlich intime Residenztheateratmosphäre mit Logen, Plüsch, Vorhängen und barocken Wandornamenten. Der sich am Barock und Rokoko orientierende Palast war übrigens unter anderem der Anlass für Siegfried Krakauers berühmten Essay »Kult der Zerstreuung« über die Berliner Lichtspielhäuser von 1926, den er als Indiz dafür sah, dieses Kino, dass sich die führenden Paläste der Zerstreuung Berlins wieder nach dem Theater zurücksehnten, obwohl sich doch das Kino eine davon unabhängige Geltung erworben habe. Und an anderer Stelle heißt es dazu, nochmal Krakauer, der Widerspruch zwischen dem architektonischen Gehalt und der Bestimmung des festlichen Innern liegt am Tag. Man erwartet Mozart zu hören und erblickt amerikanische Filmgrotesken, die aus der stilvollen Gehaltenheit herausbrechen. Der Drang nach Theaterwirkung bei der Raumgestaltung ist in ästhetischer Hinsicht ein Irrtum, wie glänzend immer er sei. Soweit das Zitat. Im diametralen Gegensatz zum Gloria-Palast entsteht zwei Jahre später das Universum, heute die Schaubühne, das unter dem Motto des Architekten, selbst von Mendelssohn, kein Rokoko-Schloss für Buster Keaton, bis heute als Inbegriff der Moderne in der deutschen Kinoarchitektur angesehen wird. Wie ein stromlinienförmiger
Ozeandampfer schiebt sich das Halbrund des U-förmigen Baukörpers in Richtung Kurfürstendamm, dominiert von einem markanten Lichtreklameturm, der gleichzeitig die Lüftungsanlage beherbergt. Durch das horizontal umlaufende regelmäßige Fensterband gibt sich der Bau unmissverständlich als Filmpalast zu erkennen, denn selbst Kinder und Jugendliche können darin unschwer einen riesigen Filmstreifen erkennen mit seinen Einzelkadern. Der Zuschauerraum nimmt diese schwungvolle horizontale Lichtführung durch hell erleuchtete Lichtbänder auf, an Decken und Wänden wieder auf, um dergestalt den Blick des Zuschauers suggestiv auf die Leinwand zu lenken. Ganz so, wie es der Architekt Erich Mendelssohn in einem schönen Gedicht zur Eröffnung selber formuliert hat. Ich zitiere den letzten Satz. Alle Flächen, Kurven, Orgelbänder und Lichtrollen der Decke sausen zur Leinwand über das Medium der Musik ins flimmernde Bild, ins Universum. Angesichts der Weltwirtschaftskrise und politischer Umbrüche endete zu Beginn der 30er Jahre vorläufig die Bautätigkeit großer Filmpaläste in Deutschland, was nicht bedeutete, dass etwa während der NS-Herrschaft nicht auch neue Filmtheater gebaut wurden. Neuere Forschungen zeigen, dass etwa zwischen 1933 und 1938 ca. 600 neue Kinos in Kleinstädten und in der Peripherie gebaut wurden, während gleichzeitig 1500 Umbaumaßnahmen getätigt wurden. Es gab also eine gewisse Kinosättigung schon vorher. Eine dieser Maßnahmen hat die Kinohistorikerin Anne Pech eindrucksvoll am Beispiel des Osnabrücker Lichtspieltheaters Capitol beschrieben. Schon bald nach 1933 wurde nämlich die Fassade des 1929 eröffneten Kinopalasts mit seinen immerhin 900 Plätzen nachhaltig umgebaut, indem die moderne Horizontalgliederung von warm strahlenden Leuchtkästen einer strengen, vertikalen Lisenengliederung weichen musste, die stramm stehenden Hakenkreuzfahnen nicht unähnlich war. Aus dem Palast der Zerstreuung wurde so eine Stätte der Versammlung, so ein Kritiker. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind für Deutschland zwar zahlreiche Wiederherstellungen alter und der Bau neuer Filmtheater zu verzeichnen, aber nur wenige architektonisch ambitionierte Großkino-Neubauten. Die vollständige Zerstörung vieler Filmpaläste in den Innenstadtbereichen mittelgroßer Städte und wachsende Filmbesucherzahlen machten aber ein entsprechendes Angebot notwendig. Für West-Berlin sind bei den Neubauten hervorzuheben der 1953 entstandene Gloria-Palast an alter Stelle am Kurfürstendamm, das 1956 eröffnete MGM am Kurfürstendamm auch, sowie der 57 entstandene Zoopalast, hier das Bild, an der Hardenbergstraße. Kurvig gemilderte kubische Formen nach außen und zurückhaltend einfache Gestaltung im Innern sind wohl die wichtigsten Kennzeichen dieser sich unauffällig in das Stadtbild einfügenden Kinobauten. Bezogen auf die 1960er Jahre ist für die frühere DDR bzw. Ostberlin unbedingt das Architektenteam Josef Kaiser und Herbert Aus zu erwähnen, die mit den beiden Kinos Kosmos und International in Friedrichshain bzw. Mitte den, so die Architekten selbst, für eine erlebnisbereite, festliche Gemeinschaft geeigneten Rahmen einrichten wollten. Während das an der Karl-Marx-Allee zwischen Strausberger Platz und Alexanderplatz gelegene International durch Schrägstellung und Auskragung des über einem Sockelgeschoss platzierten Saalbaus eine die Blicke anziehende Dynamisierung erfährt, besticht das Kosmos durch seine nüchtern reduzierte offene Gestaltung. Ein breit gelagerter, mit Keramikfliesen verkleideter Flachbau mit verglastem Eingangsbereich, in dessen Zentrum sich ein eiförmiger Saalbau befindet. Beide Kinos sind noch erhalten, wobei das Kosmos-Kino 1996 unter Erhalt des eigentlichen Kinosaals durch 7 im Boden versenkte Räume aus ökonomischen Gründen zum Multiplex-Kino erweitert, damit aber auch in seinem Denkmalwert nachhaltig zerstört wurde. Nur als kurze Zwischenbemerkung, ich habe nochmal nachgelesen, das habe ich jetzt nicht in dem Vorwort drin, dass der Architekt sich von dem CinemaScope-Verfahren hat inspirieren lassen, das damals genau aufkam. Das wollte er sozusagen übersetzen in die architektonische Großform. Zu den herausragenden westdeutschen Kinoarchitekten der 50er Jahre nenne ich nur den aus Kassel stammenden Paul Bode, der 1957 auch ein für Architekten gedachtes Standardwerk über Kinos, Filmtheater und Filmvorführräume herausbrachte. Von ihm stammen die Lichtspieltheater Capitol 1949, Kaskade 52 und Cinema in Kassel, sowie das Atlantik 51 in Nürnberg, das Alhambra in Mannheim und der Europapalast in Duisburg.
Hinsichtlich der Innenraumgestaltung hatte Bode eine ausgesprochen dynamisch-organische, dem Element des Wassers und seinen Bewegungen abgeschaute Grundauffassung. Und so blickt der Zuschauer auf wellenförmig bewegte oder gekurvte Emporen, indirekt beleuchtete, fischschuppenartig gestaffelte Deckenverkleidungen und regelmäßig gefaltete Wandbespannungen, die eine erwartungsvolle, auf die Leinwand ausgerichtete Stimmung erzeugten. Bode steht hier eindeutig in der Kinobautradition der 20er Jahre, weicht aber in seiner Unregelmäßigkeit bewusst ab vom Prinzip axialer Symmetrie. Seine Architektur wirke, so ein damaliger Kritiker, wie ein Puffer zwischen Wirklichkeit und Illusion, der den Räumen eine neutrale Festlichkeit verleihe. Dem Aufstieg des Fernsehens in den 60er und 70er Jahren, erst als Schwarz-Weiß, dann als Farbfernsehen, folgte aus durchaus nachvollziehbaren ökonomischen Überlebensgründen der Niedergang des Kinos im gleichen Zeitraum, mit Schließungen oder der Parzellierung ehemaliger Großkinos in viele kleine, den sogenannten Schachtelkinos. Dadurch gingen aber oft die architektonischen und anderen Qualitäten wie bequeme Sitze, gute Sicht, große Beinfreiheit verloren, die ja gerade ein nicht unwesentlicher Faktor der Attraktion des Kinos gewesen waren. Erst Anfang der 80er Jahre wurde dieser Verlust an urbaner Lebensqualität allmählich spürbar, mit der Folge erster Publikationen über die Geschichte und Kinokultur in einzelnen Städten und Ländern. Auch aus internationaler architekturgeschichtlicher Perspektive machte man sich erst jetzt in Form aufwendig nostalgischer Bildbände bewusst, dass eine ganze Epoche von Filmtheatern und Kinopalästen zu verschwinden drohte. Und so wirkte in diesem Vakuum das Auftauchen der Multiplex-Kinos im Jahre 1990 als eine im Grunde vergrößerte, neu erbaute Variante des früheren Kinocenters mit seinen Schachtelkinos wie ein Erinnerungsschock an das alte Kino. Hier ist also eines der ersten Kinos, also erst war Hürth und dann kam sozusagen dieses Kino in Hannover von Flebbe, das war das erste Cinemax. Die Multiplex-Kino-Idee hatte ihren Ursprung in den USA und 1976 die ersten Kinos dieser Art entstanden, als neue Stufe der optimalen Vermarktung möglichst vieler Filme an einem Ort, also vielen Sälen mit zusätzlichen gastronomischen Angeboten. Innerhalb kurzer Zeit entstand ein regelrechter Bauboom, sodass im Jahre 2000 die Bilanz von ca. 130 Multiplexen in der Hand von 5 großen Betreibern gezogen werden konnte. Die neuen, komfortablen Mehrsaalkinos waren eine echte Konkurrenz für die etablierte Szenerie einzelner Filmtheater, Kinocenter und Programmkinos. Denn die Rede vom Erlebnisort Kino umfasste mit seinem direkten Umfeld von Essen und Trinken im Foyerbereich nun auch das kommunikative Geschehen rund um den dunklen Kinosaal. Der vormalige Ort der Kontemplation wandelte sich zu einer Stätte der Konversation, so der Filmkritiker Andreas Platthaus treffend. Es gibt leider nur wenige herausragende architektonische Beispiele dieser ansonsten eher unspektakulären Gattung Multiplex-Kinos im Feld der Kinoarchitektur, wie der Cinedom 1991 im Mediapark Köln, hier eine Außenaufnahme, und das Foyer, das könnte auch an der Zeil sein, ein Einkaufszentrum, das Cinemax am Dammtorbahnhof in Hamburg 1996, der Uferpalast Kristall 1998 von Coop Himmelblau in Dresden und das Kubix am Berliner Alexanderplatz von 2001 von dem Architekten Sergei Choban. Das dezidiert metropolitane Multiplex Kubix scheint mir in diesem Zusammenhang ein besonders gelungenes Beispiel moderner, zeitgemäßer Kinoarchitektur zu sein. Im gekonnten Einsatz des Stilmittels künstlicher Helligkeit und dem Wechselspiel von transparenten Glasflächen und verbergendem schwarzen Steinmaterial spielt es auf das Thema Lichtspiele im Kino an und erweist mit dem direkten gestalterischen Bezug auf den Roxy-Palast von Martin Punitzer eben aus dem Jahr 1929 der Tradition moderner deutscher Kinoarchitektur der 20er Jahre seine Referenz. Außerdem verschließt sich das Kino Kubix nicht seiner städtischen Umgebung, sondern öffnet sich vorbildhaft der räumlichen Vermittlung von Kino und Stadt an einen zentralen Platz Berlins. Für die Zukunft des Kinos wäre es meiner Ansicht nach notwendig, auf der einen Seite erhaltenswürdige traditionelle Filmtheater und Paläste zu retten und zu sanieren und auf der anderen Seite bei Bedarf neue Kinobauten zu entwickeln, die die jeweilige stadträumliche Umgebung bewusst aufnehmen und sich im Sinne der spezifischen Bauaufgabe Kino bemühen, eine zeitgemäße gestalterische Lösung zu finden.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Also mich hätte jetzt eigentlich nochmal interessiert, warum wir jetzt dieses Videoband gezeigt bekommen haben und es war von der 16 mm Kopie die Rede, was da passiert ist, weil das ist ja 1979 gedreht bzw. erschienen, dieser Film von Christian Blackwood, ist ja noch nicht so lange her, also Acetat hält ja normalerweise recht lang, das Material ist ja kein Nitro-Film gewesen. Ich bin Eva Salomon, ich kuratiere zusammen mit Monika Haas die Filmreihe. Die Digibeta haben wir von Michael Blackwood Productions, also der Produktionsfirma. Und das war wirklich das beste Material, was sie gesagt haben, was sie uns geben können. Eben diese Digibeta, die aus der ersten Generation war, direkt von dem 16 mm Kopie bekommen. Ja. Das weiß ich nicht genau. Sie war auf jeden Fall nicht mehr verleihbar für uns. Ich wüsste gerne, zu Zeiten der Rassentrennung hatten ja Schwarzamerikaner ihre eigenen Kinos, die zum Teil auch sehr groß waren. Wie haben die sich denn in der Architektur unterschieden? Wissen Sie das? Ich kann nicht sagen. Also so intensiv bin ich da nicht eingestiegen. Sie haben ja schon gemerkt, ich bin ja doch mehr von der architekturgeschichtlichen Seite und weniger sozusagen mal den ganzen Umfeld von der Kinogeschichte im engeren Sinne oder weiteren Sinne. Vielleicht weiß das jemand hier im Publikum. Es gibt im Süden der von Amerika Kino, der hat immer zwei Piraten. Das kenne ich. Das ist das eigene Kino, das nur für eine schwarze Kerl kenne ich so nicht. Es gab, wie gesagt, Kinos, die hatten große steile Ränge und da waren die hinteren Plätze für Schwarze reserviert. Oder es gab auch Kinos mit zwei Rängen. Ein paar von den Beispielen, die er gezeigt hat, die haben ja auch sehr hohe Ränge. Und da wurden einfach viele Leute untergebracht auf den billigen Plätzen, weit ab, mit häufig weitaus kleineren Leinwänden als heutzutage, muss man auch dazu sagen. So riesig diese Kinos manchmal sind, von Platzzahlen 2.000 bis 5.000 Plätze. England hat auch viel über 3.000 gehabt. Kleinwände waren kleiner früher. Ist noch nebenher, ja. Aber mit Rassentrennung, das ist auch noch wenig aufgearbeitet, glaube ich, bei Kinoarchitektur, wie das so aussah. Ja, vielen Dank, Alfons, für den tollen Vortrag. Gerne. Gut, ich bin natürlich jetzt weniger auf die amerikanische Kinoarchitektur eingegangen. Das ist natürlich viel komplizierter. Auf der einen Seite ist es einfacher, aber auch wieder komplizierter, natürlich wegen der unterschiedlichen Richtungen, die es auch stilistisch gibt. Aber das ist so vielfältig, da kapituliert man schon fast davor, würde ich sagen. Insofern ist ja eigentlich ich hoffe, das ist deutlich geworden, eigentlich in Deutschland das relativ homogen, wenn man das so sagen will. Es ist eigentlich keine große Bandbreite. Ne? Aber mir war wichtig, dass man da doch nochmal, ist mir jetzt wieder aufgefallen, wie wichtig, die Leinwand ist ja eigentlich fast nebensächlich. Ne? Also der Film spielt sich eigentlich vor dem Film, vor der Leinwand ab. Also ein eigener Film. Und das ist in Deutschland schon sehr unterschiedlich gewesen, glaube ich. Also der Film stand im Zentrum. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum sich dann doch nicht so viele Leute bis heute damit beschäftigen, weil man doch immer auf die Filme fixiert ist. Also im Grunde der Raum ist zwar da und er wird hingenommen, aber er wird doch eher nicht so, er steht nicht im Zentrum. Ich glaube, das hat schon sehr viel damit zu tun, dass das einfach immer wieder auf die Leinwand drängt. Also ich denke, das ist mir selber nochmal jetzt auch, als ich es geschrieben habe, ich wusste zwar vorher, wie wichtig das ist, aber es ist faktisch das Zentrum und ist eigentlich nicht, also alles bewegt sich darauf hin und ist daraufhin ausgerichtet. Aber es muss ja auch eine innere Einstellung sein. Ja, also dass man nicht die Freude jetzt in dem Sinne hat oder nicht im Kino erwartet man nicht ein Stilgemisch von ägyptischen Stil bis was weiß ich, bis zum Art Deco oder sowas, ne? Also selbst in Frankreich ist das ja anders. Ich glaube, am ähnlichsten noch ist mir aufgefallen, ist eigentlich doch die britische Kinoarchitektur der 30er Jahre, die das aufgreift. Ne? Es gibt ja einen Mittler,
Der heißt Morten Schand, der war Architekturkritiker, der hat ja auch ein Buch geschrieben über Kinoarchitektur hier auf dem Kontinent. Der war sozusagen der Mittler, das ist übrigens der von der Camilla, der Großvater. Der war ein bekannter Architekturkritiker, der hat im Grunde ein Buch geschrieben, Modern Theaters and Cinemas, hat das sozusagen übersetzt, zum Beispiel Fritz Wilms. Das ist ganz wichtig für den gewesen. Der kannte den auch, hat auch viele Abbildungen von dem in seinem Buch drin. Und das war quasi der Startschuss für die Kinoarchitektur der deutschen Funktionalität, wenn man so will, in Großbritannien in den 30er Jahren. Das ist schon erstaunlich. Aber wie gesagt, Frankreich und Niederlande ist schon wieder anschauen, man denkt an Tuschinski und sowas. Oder Frankreich, die sind dann wieder sehr in Richtung dann doch wieder nach Amerika orientiert. Da gibt es zwar auch so deutsche Strömungen, aber das ist, also ich finde einfach, jetzt wird einem nochmal klar, das ist das absolute Kontrastprogramm zu Deutschland. Dieser Film. Ja, auch mit der Funktionalität und zu dem Film hinausgerichtet, wie Sie gesagt haben, hat ja auch dazu beigetragen, dass mit Aufkommen dann des Tonfilms auch nicht nur sehr schnell der Orchestergraben verschwunden ist, sondern auch die Filmbühne. Also dass es diese Filmbühne auch nicht mehr gab, sondern nur noch, so wie wir es jetzt hier auch haben, die flache Leinwand. Und das war ja in Deutschland immer schon so, dass das Kino war eben nur Kino. Ne? Es war gerade so am Anfang so ein bisschen auch so Varieté, aber es ist eher eigentlich nicht so, sondern es ist immer sehr speziell eigentlich auf den Film als Medium sozusagen ausgerichtet und nicht das drumherum. Ja. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Da hat sich auch nicht viel dran geändert, interessanterweise. Aber gut, das ist eben sozusagen auch eine Mentalitätsfrage. Ne? Das ist ja hier letztlich genauso auch. Ne? Das ist gut, ist eine gewisse Stimmung, eine gewisse Rottonstimmung, aber das geht eigentlich immer auf die Leinwand hinaus. Ja, dann vielen Dank für den interessanten Vortrag und für den schönen Abend und ja, ich denke, wenn jemand noch Fragen hat, kann er das gerne noch weiterhin an Sie richten. Dankeschön. Gerne, danke auch.